Hallo. Heute möchte ich über meinen Klinikaufenthalt sprechen. Ich habe damals vor der Klinik keine Therapie gemacht. Das heißt, es war so für mich in vielerlei Hinsicht eine ziemlich neue Sache, ein ziemlich neues Erlebnis. Ich bin in der Klinik am Corso gewesen. Das ist eine Klinik in Deutschland, auch die einzige, die sich rein auf Essgestörte spezialisiert haben. Ich fand, das klang irgendwie am sinnvollsten, weil ich schon wusste irgendwo, dass ich ziemlich tief drin gesteckt habe. Und naja, genau. Und ich war dann halt in der Intensivgruppe damals. Das war halt eine Gruppe, die kleiner war als andere Therapiegruppen. Wir waren nur 4 Frauen. Das war für 2 Wochen so. 2 Wochen durfte man keinen Kontakt zur Außenwelt haben und war in dieser Intensivgruppe drin. Hatte jeden Tag, also außer am Wochenende, Therapie. Auch verschiedene Arten von Therapie, Gestaltungstherapie, Sport- oder Bewegungstherapie und normale Gruppentherapie und Einzeltherapie. Und dann gab es noch die Spaziergänge und so weiter. Und natürlich ist es jetzt schon 4 Jahre her, also an alles erinnere ich mich nicht. Aber es war schon ziemlich hart, weil ich kam aus einer Phase, in der ich nichts gegessen und getrunken habe. Ich habe mich eigentlich nicht ernährt und sollte plötzlich genau das tun. Und das Problem war, so wie ich das betrieben habe, so exzessiv, habe ich sehr viel Wasser eingelagert. Ich habe innerhalb von 2 Wochen 7 Kilo zugenommen, was zum größten Teil Wassereinlagerungen waren, die auch schmerzlich spürbar waren, vor allem in meinen Beinen. Und ich wog immer noch nicht viel, aber ich fühlte mich wie ein Mastschwein, sag ich mal. Und es war heftig, es war schrecklich und ich habe sehr gelitten. Mir ging es überhaupt nicht gut. Und dann kam ich aus diesen 2 Wochen raus und hatte auch erstmal einen Rückfall. Und habe dann auch zum ersten Mal wieder Leute, also meine Mutter und eine Freundin kamen mich besuchen. Und ich kam nicht klar. Also ich war psychisch total fertig. Und wir waren draußen und ich kam darauf nicht klar, plötzlich wieder in der Realität unter Menschen zu sein, die nicht krank waren. Und ja, und dann ging das halt so weiter und ich habe zwischendurch, wäre ich fast aus der Klinik rausgeflogen, weil ich so überhaupt nicht auf mich klar kam, dass sie auch gar nicht wussten, wie sie mit mir umgehen sollten. Aber irgendwie habe ich mich dann gefangen. Ich hatte nur das Problem, dass ich dann so einen Bewegungsdrang hatte. Das haben viele, dass ich einfach viel zu viel spaziert bin. Also immer, wenn ich konnte. Ich bin teilweise am Wochenende 11, 12 Stunden nur spaziert. Nur gelaufen, ohne Pause. Nur zum Essen und zur Therapie war ich eigentlich in der Klinik. Und habe das sehr exzessiv gemacht, so die ersten Wochen. Und es hat ein paar Wochen gedauert, viel Therapie gedauert, bis ich wirklich für mich annehmen konnte, dass ich was ändern muss und damit aufgehört habe. Also ich hatte dann weder Essattacken, noch habe ich mich übergeben, noch habe ich mich zu viel bewegt. Ich habe mich immer noch relativ viel bewegt, um ein bisschen zu kompensieren. Aber es hatte dann deutlich abgenommen und ich habe dann immer mehr wieder zu mir gefunden. Und ich hatte ja auch eine Trennung kurz vorher und es war eine ziemliche Selbstfindungsphase. Und nicht jede Therapie war gut, nicht jede Sitzung war gut, aber alles in allem war es eine ziemlich krasse Zeit, die auch mir ziemlich geholfen hat. Einfach auch mich auf Neues einzulassen. Und irgendwann war der Punkt erreicht, wo ich auch gemerkt habe, okay, du kannst aus der Klinik raus, du schaffst das. Und das habe ich auch gemacht, nach 11 Wochen. Also ich war ziemlich lange da, das ist ziemlich lange vergleichsmäßig. Es gibt auch welche, die sind nur 6 Wochen da, aber ich brauche doch diese 11 Wochen. Und ich hatte auch richtig Angst vor zu Hause dann, weil da hat alles angefangen. Aber ich kam raus, hatte etwas zugenommen, aber auch nicht so viel, wie ich am Anfang gefürchtet hatte. Ich konnte trinken, ich konnte essen, ich konnte mich endlich wieder ernähren.
und wusste, dass ich Therapie auch fortan brauche. Und es hat am Anfang, also am Anfang ging es gar nicht, aber mit und mit konnte ich mich immer weiter darauf einlassen und es war eine ziemlich heftige Zeit, die ich keinem in dem Sinne wünsche, durchzumachen, aber doch letztendlich froh bin, dass ich sie durchgemacht habe, weil sie mich. Also ich habe in den 11 Wochen eine viel größere Entwicklung durchgemacht als in meiner gesamten Pubertät. Und dadurch, dass ich mich halt auf Therapie einlassen konnte, viel über mich und auch über Therapie gelernt, weil ich viele Vorurteile hatte. Und ja, der Punkt, an dem ich dann ansetzen musste, als ich aus der Klinik rauskam, war, ich musste ein komplett neues Leben starten, weil ich ja mein Abitur gerade erst fertig hatte und ich hatte nichts, was auf mich zu Hause wartete. Also keine Freunde, keinen Freund, keine Ausbildung, kein Studium, nichts. Ich musste ein neues Leben anfangen und das habe ich auch getan und das ist dann im nächsten Part.